Es gab gerade einen kurzen Exkurs über Schrumpfschläuche. Und da muss man auch pusten und so. Ich weiß, ich bin nicht mehr 16, aber Schrumpfschläuche. Ich bin bei Hornbach und ich komme mir ein bisschen vor wie Kevin alleine in New York, der so ganz alleine in so einem riesen Kaufhaus ist, weil hier ist niemand. Women at Work heißt es, was heute hier abends ist, und das hat noch nicht angefangen. Das ist so, da kann man so Workshops machen und so lernen, wie man dübelt und mit Holz arbeitet und so ganz viele verschiedene Sachen. Und das gucke ich mir heute mal an und probiere das aus. Ich bin natürlich viel zu früh da, deswegen ist noch keiner da. Da hinten sieht man die Tische, die schon aufgebaut sind, wo noch keiner sitzt. Aber angeblich wird es total voll. 75 Frauen sollen hier kommen und ich bin sehr gespannt. Aber so lange bin ich hier erstmal alleine. Ach, guck mal, da kommt sie. Ist ja voll aufregend. Ich wurde nämlich noch ganz netterweise hier reingequetscht. Es war nämlich schon ausgebucht und ich durfte trotzdem noch kommen. Voll nett. Und jetzt habe ich auch sogar meinen Sekt gekriegt. Prost. Seid ihr alle da? Ja! Ich wünsche euch mächtig viel Spaß. Stellt ordentlich viele Fragen, dafür sind die Mitarbeiter da. Ich habe nur noch ein paar Bitten. Klar, wir haben einen ganz tollen Baumarkt, das weiß ich. Überall Kettensägen, Maschinen, alles, was man mal probieren will. Bitte heute nicht. Also geht wirklich mit der, natürlich nur an den Ständen. Ja? Ja? Es geht los. Ich muss mal gucken, wo jetzt meine Gruppe ist. Ich male jetzt, glaube ich, Wände an oder so. Irgendwas mit Wandzeug. Ich guck mal, wo ich hin muss. Ich will einen sexy Umhang. Auch die richtigen Schuhe dafür an, muss man ja auch mal sagen. Wer ist das mit dem Putz mal probieren? Aber so ist doch keine normale Wand, fühlt sich doch nicht so an. Ob ich das auf meiner Raumfasertapete auch machen könnte, weiß ich nicht. Was ich jetzt schon mal gelernt habe, ist, ich bräuchte auf jeden Fall so eine Grundierung, eine Putzgrundierung. Sonst hält es da nicht drauf, also oder so. Die normalen Raufaser, das ist ja schlimm. Die anderen, die sind ja diese Doppel-Dinger. Ist okay. Ja? Mhm. Echt so voll? Also Diagonal oder hoch und runter? Hoch und runter. Nur hoch und runter? Jo. Wenn man das dann mal irgendwann wieder verändern will, was macht man da? Den kann man also wieder ab. Nee. Dann nicht nur abspachteln. Ich darf auch mal was machen. Ich würde ja da natürlich eine andere Rolle nehmen, ne? Die nicht so krasse so Löcher hat. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich das cool finde oder nicht. Ja, gerne Kommentare, ob man das jetzt gut oder nicht gut findet. So richtig denken, das ist Zeug ja nicht. Jetzt habe ich genau das gefunden, was ich die ganze Zeit loswerden will, zum Draufstreichen. Raufaser zum Streichen. Wie geil ist das denn? Und dann am besten noch in Pink. Sekt und Schnittchen halt, ne? Ich möchte das ja immer alles gerne haben, was ich so sehe. Aber ich kann mir jetzt auch nicht drei Schleifmaschinen kaufen, ne? Auch wenn ich es gerne würde. Ich muss mich meinen Ängsten hier stellen. So, wer möchte als erstes? Was dann wirklich runternimmt, ne, im ja. ersten Moment. Ne? Aber hier könnte noch ein bisschen, also ein bisschen gröber könnte es schon. Wir machen jetzt einfach mal. Ja, so ein Schleifgerät hätte ich ja schon gern. Aber es muss jetzt nicht so. Genau. Es ist schon cool, ne? Aber es braucht man halt nur so für ganz so große. So ein kleines würde mir schon reichen, mit dem ich so auch in so Ecken, so ein Bügeleisen-Ding. Das reicht, glaube ich, für meine Zwecke.
So, fertig. Ich habe ein paar neue Sachen gelernt und gesehen und ein kleines Souvenir mitgenommen und gesägt. Ich habe mich meiner Angst gestellt. Mal erfolgreich, mal weniger, aber jetzt weiß ich mehr. Und jetzt gehe ich ganz schnell ein Bier trinken und dann ganz schnell ins Bett. Tschüss, bis bald.